Hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind hier in einer, weiß ich nicht, Praxis oder irgendwas, aber es ist nicht viel, aber hinten geht es weiter. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt hier sehen und wie das Video weitergeht. Wir sehen auf jeden Fall hier schon, wie beim Augenarzt. Und hier sind übelst viele Dokumente und Flaschen mit Medizin und so ein Zeug drin. Hier drüben geht es weiter. Im nächsten Raum ist Christian. Können wir Licht machen? Nein, nicht wirklich, gell? So eine Liege. Der Kalender ist von 1990. Krass. Guck mal, hier liegt so ein Gipsding für den Arm hier. Siehst du das? Für die Hand. Spritzen liegen hier unten. Alter. So. Was haben wir denn hier alles? Das ist alles sehr zerwühlt schon. Das ist hier von 1989. Keine Ahnung. Also Christian sagte, es würde wohl drüben weitergehen. Ob das stimmt, werden wir dann sehen. Wir gehen mal hier lang. Schauen mal. Was ist das? Glühbirnen. Fahrradscheinwerfer. Fahrradreifen. Kleines Kämmerchen. Waschbecken. Eine Toilette. Hast du mal geguckt, ob Strom geht? Das denke ich mir nicht, gell? Hier ist noch eine Toilette. Also ist das hier nur eine kleine Arztbox gewesen, ja, quasi. Hier ist der Eingang gewesen, wo der Arztbox ist. Und das Gebäude geht aber weiter. Sieht, ich hoffe, das Licht reicht. Das ist jetzt der andere Eingang vom Gebäude. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Briefkästen. Das heißt, Wohnung beziehungsweise irgendwas anderes. Dann mache ich jetzt mal Licht an. Hier geht die Treppe hoch. Könnte auch eine Gaststätte sein, gell? Hotel. Schauen wir mal weiter. Da drüben ist ein Bürogebäude. Da ist eben auf jeden Fall Licht an und auch die Leute sind da. Oh, hier ist überall offen. Alles ist. In jedem Raum ist kalt, ne? So, was hast du entdeckt? Auf jeden Fall schon mal ein Schild von der Kneipe. Ein Schild von der Kneipe? 4 Stunden. Gut, dann hatte ich recht, da wird es. Da wird es wohl eine Gaststätte gewesen sein. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie eine alte Küche. Ich habe auf jeden Fall die falsche Taschenlampe gerade. Ja? Weil die scheiße ist vom Film. Was meinst? Ich brauche einen Diffuser. Kannst du auch. Dann machen wir das so. So, das ist schon besser. Kannst du einen Hoch machen? Ja, ja. So, warte mal, gehen wir mal hier runter. Ich hab hier einen Keller, also ich weiß es nicht, Christian. Ich weiß es auch nicht. Ich bin schon vorsichtig. Also Christian hat auf jeden Fall jetzt schon mal ein Schild von der Kneipe entdeckt. Hier machen wir kurz aus. Das ist eine kleine Wintergarten. Kleiner Wintergarten, genau. Hier geht es aber auch nicht weiter. Doch, hier geht es weiter. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen bei der Decke oben. Ich denke jetzt auch, ich tendiere auch zu einer Gaststätte. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier sind wir. Und das war hier. Ach du Scheiße. Ich dachte, dass das Ding nicht umfliegt. Was, dann gehen wir hoch. Ja, so war, das ist doch hier für draußen, ne? No. Dann quasi. Für die Hütten. Für die Holzhütten, ja. No. Ich würde sagen, wir gehen hoch. Also hier wurde schon was rausgerissen. Und ja, doch, du hast recht. Hotel, weil es sind Zimmernummern dran. Da oben ist die Decke gekommen. Okay, hier haben sie rausgerissen. Ja. Hier ist auch nicht mehr viel, da ist nur so ein kleiner Schrank.
Ja, ihr habt auf jeden Fall entkernt. Das klingt doch nicht gut hier. Ach du Scheiße, Christian, wir müssen hier raus, Alter. Weil der Boden hier drüben ist komplett eingekracht. Ein ganzes Zimmer. Da ist ein ganzes Zimmer eingekracht. Was? Okay. Oi, oi, oi. Der Boden ist richtig weg. Das Gebäude hat es auf jeden Fall hinter sich. Okay. Da hinten stehen noch ein paar Blümchen. Aber das war's auch schon. Ich will gar nicht weitergehen. Das ist mir einfach zu heiß. Du kannst gerne mal runterlaufen, vorsichtig. Und dann kannst du mal den Raum sehen. Ich kann auch mal reinhalten, die Kamera. Mega Bild. Das ist auch geil hier mit den farbigen Fenstern. Komm mal her. Wenn, im Video kann ich ja eventuell ranzoomen. Wo war das? War das hier? Nee, hier, genau. Ich bin hier runtergelaufen. Ich bin hier reingelaufen und dann habe ich das da hinten gesehen. Und ich weiß nicht, eventuell kann ich es dann mal im Video ranzoomen. Und Christian guckt auch mal, dann versteht er nämlich, was ich meine. Da kriegst du nämlich gleich Himmelangst hier. Heftig, oder? Also wieder runter hoch gehen wir nicht, oder? Wir können die Treppe mal hoch, aber dann soll ich aufhören. Vorsichtig. Irgendwas. Schönes DDR-Blumenschränkchen. Oh. Da ist noch die Gardine dran. Ich weiß es nicht. Spiegelt sich. Alter, hier ist auch die Decke. Hier ist der Boden weg. Hier ist der Boden weg. Ich gehe runter. Also ich für meinen Fall gehe runter. Das ist mir einfach zu heiß. Aber ihr seht selber, es ist gefährlich. Ein paar Sachen sind noch zu sehen. Wie hier zum Beispiel diese coolen Fenster. Schöne Lichteinstrahlung. Das war auf jeden Fall eine Gaststätte. Hotel. Hotel, Gaststätte, ne? Hier hinten waren wir hinten schon. Hier ist der Heizungskeller. Da gehen wir mal rein. Das können wir uns auch noch mal angucken. Hier ist nichts mehr, hier sind nur alte Bänke und die Heizung. Hier drüben ist noch ein Raum, gell? Da waren wir auch noch nicht drin. Die alten DDR-Mülltonnen, die ziemlich cool sind. Stromzähler. Hier geht's weiter. Hier geht's ja wirklich weiter. Jetzt. Ernsthaft, hier geht's weiter. Also. Das Video ist noch nicht vorbei. Ah, krass. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht, aber das müsste jetzt der Raum sein, der gekommen ist. Oder? Was sind das hier für Netze? Das sind so Bundeswehrnetze, oder? Aber ganz viele, guck mal. Warum sind denn hier so Bundeswehrnetze? Christian. Das frage ich mich auch. Hier geht's auch weiter. Um. Das ist auf jeden Fall mega spannend gerade. Okay. Was? Nee, da kommt die Decke, das war der Raum, den ich sehe. Warte. Hier ist eine Toilette. Ist das der Raum? Das ist der Raum, den wir von oben gesehen haben. Der ist gekommen. Auch noch richtig scheiße. Wenn da oben einer steht und das passiert, dann hast du es so erlebt, gell? Nichts mehr. Oh, das habe ich kurz gezuckt. Ich dachte, da steht einer. Uiuiui. Wir können noch die eine Ecke dahinter, oder? Dann schauen wir mal da lang. Ja, wie gesagt, diese Bundeswehrnetze hier, das ist ja alles in den Säcken noch drin. Das ist wirklich sehr komisch. Okay, wir können nicht, was auf, hier ist der Boden was. Ist das wieder der Raum? Das ist wieder der Raum. Das ist krass. Stell dir das mal vor, hier steht da oben. Und mit einmal kommt das runter.
das ist heavy. Gut. Ich würde sagen, jetzt gehen wir langsam raus. So, ihr Lieben, das war das verlassene kleine Hotel mit Arztpraxis. Hat man ja nicht gedacht, dass es doch so gut ist. Aber wir hoffen, dass euch hat es gefallen. Ja, war auf jeden Fall interessant. Ein paar kleine Eyecatcher gab es ja auch. Ja. Und wir sagen auf morgen bis Wiedersehen und sehen uns im nächsten Video. Genau. Ciao.